Und damit herzlich willkommen zurück bei Snooker 19. Ja, in der ersten oder letzten Folge haben wir eine Übungspartie gemacht. Und jetzt gehen wir mal in den Karrieremodus. So, wir können jetzt eine Profisaison spielen und einen der berühmten Spieler spielen oder einen aufstrebenden Star spielen. Da bin ich ja für. Wir müssen leider einen vorgenommen gefertigten Spieler nehmen. Das sind also Spieler, die jetzt quasi alle gerade in die Snooker-Welt einsteigen. Und ich habe schon mal gesehen, hier gibt es auch da den Simon Lichtenberg, das ist ein Deutscher. Spielen wir mit ihm. Spielen auf mittlere Schwierigkeit. Zielhilfe, Matchlänge, Mittelmoment. Oder mach mal lang. Kurz, Mittel. Ah, lang. Das bedeutet nur, wie viele Frames man gewinnen muss. Und jede Frame ist halt ein Durchgang. Best of three, best of five und so weiter und so fort. So, aktuelles Event ist die Kaspersky Riga Masters, allerdings die Qualifikation dazu. Hier ist der Terminplan. Danach kommt die Qualifikation zu Yushan World Open und am 26. Juli, also in 14 Tagen, quasi wäre dann das Kaspersky Riga Masters, wenn wir uns denn qualifizieren. So, wir sind Rang 128, letzter. Ja, dann spielen wir das Event mal. Das ist ein Live-Event, sprich so wie es auf Eurosport übertragen wird. 7-Frame-Match, also Best of 7. Erster, der 4 Frames gewonnen hat, ist durch. Sean Murphy kenne ich auch vom Fernsehen her. Auch ein sehr guter Spieler. Thank you, ladies and gentlemen. The first frame, Sean Murphy to break. Okay, Joe Murphy fängt an. Komm schon, noch ein klein bisschen den Spin verändern. Well, he's taking the red on. That's an excellent opening red. One. So. Da kriegen wir keinen gescheiten Stoß mit hin. Ja, auch nicht. Können wir mal auf die Mittel, die Ecktasche. Aua. Das ist schon besser. Well, it goes. Half a chance. I'm not sure what happened there, but that's a poor shot. Six.
Jetzt muss man natürlich gucken, dass man den Pot nicht zu groß splittet. Damit, wie gesagt, Sean Murphy in dem Moment jetzt keinen gescheiten Einstieg findet. Simon Lichtenberg, 6. He'll have to use the rest here, which will make it a little more awkward. He's played that very well with the rest. 1. Sean Murphy. He's attempting to get the white tight on the cushion. Wie gesagt, nur leicht anspielen, dass wir überhaupt eine rote getroffen haben. Er macht das Gleiche. Und das ist halt jetzt diese Sache, wo man, wie gesagt, sagt, das ist Schach auf dem Poolbillardtisch. Dieses Taktieren jetzt, welche spiele ich an, damit der Pot hier nicht auseinander geht und der Gegner einen riesen Einstieg vorfindet. Oder machen volle Pulle. Ah, scheiße. Jetzt habe ich ihm den im Stehen Einstieg gegeben. Die rote in die Ecke und dann die schwarze. One. Eight. Jetzt gerne mit der roten unten. Jawohl, direkt auf die nächste gehen. Legt sich die weiße schön für die schwarze wieder in die Ecktasche hin. Hat jetzt die unterste rote wieder für die Ecktasche schön liegen. Und das ist halt dieser Einstieg, von dem ich gesprochen habe. Die schwarze liegt auch wieder perfekt. So, jetzt muss der den Pot was splitten, die Roten was auseinandertreiben. 24. He's looking to pop this into the left corner pocket. He'll be looking to tighten up his game here. So, mit Sean der roten hätte er mir jetzt natürlich einen Einstieg gelassen und da ich sonst keine andere versenken kann, werden wir uns die auch nehmen müssen. Ein bisschen Speed auf die Kugel geben, damit die wieder zurückläuft. Well positioned for the green. So, jetzt haben wir uns grün im Grunde schön hingelegt. One. Gucken mit blau, ne, der streut zu sehr. Gelb könnte man auch machen. Wäre aber ein Punkt weniger wie grün. Four.
He's taking it on. That's really close, but not quite close enough. Simon Lichtenberg, 4. Half a chance here. Beautiful pot. Position looks very good here. He's played that very well. One. He won't be happy with that. Five. This really is tricky. Wonderful pot. Outstanding effort. Well, not perfect position. Six. Tough shot. Und die Kommentare oder Kommentatoren kann man leider nicht auf Deutsch stellen. Aber der deutsche Audio-File für Kommentatoren gibt es nicht. This looks relatively easy. So, diesmal hat's geklappt. Jetzt haben wir auch mal schön auf Schwarz gestellt. Careless. Ich will an den Übungstisch. Simon Lichtenberg, 1. Now, can he drop this into the right corner? Excellent pot. He's playing very well here. 1. So, this pot into the right corner. Nicely done. Great technique, superb cueing. 4. Five. He'll want this to drop into the center pocket. Down it goes. Simply wonderful. 8. Nicely done. Good position to take on this pink. 9. Ich muss sagen, richtig hohe Breakbuilding hat der Sean bisher auch noch nicht geschafft. 15. Gerade mal 15 Punkte am Stück. Na gut, jetzt straft er mich lügen gerade. Aber 16 ist auch noch nicht die Welt. 16. Also in echt machen die zum Teil Breaks von über 100 Punkten am Stück. Centuries nennt man die dann. Just the red required here. Well, that was easy and should have been potted. Not a good shot at all. Sean Murphy, 20. Ja, und er hat mir ein scheiß Bild hier überlassen. So, wie es beim Snooker sein soll. Wenn man vom Tisch muss. Challenging pot along the cushion here. Eight.
Also das perfekte Spiel sind meine 149 Punkte. No, not this time. 147 oder 149? He's lining up the long red to the corner here. Tremendous pot. So, haben wir wenigstens noch mal einen Punkt gemacht. One. So, gucken wir mal auf die Mitteltasche hier. Well, it goes. Half a chance here. That's a top shot. Well played. Und schon fast schön auf die rote gestellt. Four. Fast perfekt. Five. Ist klar, dass er mir die Schwarz anbietet. Ist halt am höchsten von den Punkten. Aber ich muss jetzt gucken, dass ich danach Gelb spielen kann. Weil das die letzte, ist ja wie gesagt das letzte Mal, dass wir uns die Farbe aussuchen dürfen. Eight. Oh, unser höchstes Breakbuilding in diesem Game. So, wir müssen eigentlich wieder zurück nach oben zum Tisch, wegen der Grünen. Deswegen hatte ich so viel Speed gegeben. Simon Lichtenberg, 8. This is no gimme. Well, that's an unforced error. Two. Super. Selber gesnookert. Oh, wollen wir mal gucken, ob wir die Bande spielen können. He could leave his opponent on if he doesn't control the cue ball. Nein. Gut, dann kriegt er auch mal zu sehen, wie es wie ein Foul ist. I'm not sure what happened there. Foulpunkte. That's a poor shot. Foul. Simon Lichtenberg, 2. Sean Murphy, 4. Well, he's looking at potting this into the right corner pocket. Durch das Foul konnte der sich im Grunde den Ball hinlegen, wo er wollte. Three. Seven. That's an absolutely outstanding pot. Jo. Nicht schlechter Specht.
12. So, this pot into the right corner. Das war dann Frame 1. 18. This is tough. Und ich, auch wenn es schon längst entschieden war, die spielen natürlich immer weiter, weil es ist zusätzliche Übung. Eine zusätzliche Trainingsphase quasi. He's taken a one frame lead here and seems in pretty fine form. So, an dieser Stelle mache ich jetzt Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. The second frame, Simon Lichtenberg to break. Der blabert, obwohl ich im Pausenbild bin. Das ist auch cool. In der nächsten Folge sehen wir dann Frame Nummer 2 von der Qualifikation zum Kasparki Championship oder wie das genau hieß. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, hoffe es hat gefallen und sage Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.